Hallo Kameramagier, heute beschäftigen wir uns mit der schwarzen Magie der Expressions in DaVinci Resolve. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und dass du dir das Wichtigste für deine Animationen mitnimmst. Schauen wir rein! Okay, die einfachste Art, eine Expression zu nutzen in DaVinci Resolve Fusion, ist das Pick Whip Tool zu benutzen. Und das können wir zum Beispiel hier mit der Ellipse anzeigen. Möchte ich zum Beispiel nicht immer einzeln die Werte übertragen, also ich habe jetzt einen Wert, muss ich kopieren, muss ich einfügen, damit die in ihrer Form bleibt, dann kann ich einfacherweise einfach mit einer Expression einfach die Werte miteinander verbinden. Und das geht folgendermaßen. Ich klicke mit Rechtsklick auf den Wert, den ich verbinden möchte und klicke Expression. Und jetzt habe ich hier mit dem Plus die Möglichkeit, das Ganze mit der Width zu verbinden. Und jetzt brauche ich bloß noch einen Slider ziehen und schon habe ich immer eine kreisrunde Ellipse. Das nutze ich so in 80% von allem, was ich baue. Du siehst, in diesem Expression-Feld können wir jetzt auch noch was hineinschreiben. Das heißt, man kann mit Expressions auch sehr gut Mathematik betreiben und feste Seitenverhältnisse definieren. Nehmen wir uns Beispiel mal das Rectangle Tool. Wenn ich hier feste Seitenverhältnisse zuordnen möchte, ist es am besten, wenn wir ein quadratisches Rechteck haben. Also klicke ich hier oben auf das Bildsymbol und gehe hier auf Custom. Nicht von Default, sondern Custom und kann mir jetzt hier ein quadratisches Feld anzeigen lassen. Jetzt habe ich die Möglichkeit unter Width and Height feste Seitenverhältnisse zuzulegen, indem man zum Beispiel sagen, Expression, indem wir einfach sagen, die Höhe soll einfach immer die Hälfte von der Länge sein, also von der Width. Das Coole ist, man kann allerdings nicht nur innerhalb von einer Node Expressions verwenden, sondern auch Dinge aus einer anderen Node benutzen. Ich zeige euch das mal und etwas, was euch dabei hilft, ist der Pin-Button. Dieser Pin-Button hier oben macht, dass wenn ich in ein anderes Tool gehe, das angepinnte Tool immer hier unten ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass die Länge von meinem Rectangle immer die gleiche ist wie bei meiner Ellipse, kann ich jetzt einfach hier Expression klicken und das Ganze hier oben mit der Länge der Ellipse verbinden. Und schon sieht man hier Ellipse1.width. Du hast immer vor dem Punkt hast du immer den Namen der Node und den Wert, den wir verbinden. Ganz wichtig, falls du einmal wissen willst, wie der Wert einer Sache heißt, dann schau jetzt mal ganz unten links in die Ecke, da steht Rectangle1.width. Und das ist quasi dieser Wert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über BorderWidth gehe, dann steht da unten Rectangle1.BorderWidth. Das heißt, das ist ein sehr, sehr cooles und wichtiges Tool, um herauszufinden, wie etwas heißt. Denn nehmen wir beispielsweise eine Dissolve-Node, dann heißt nämlich die Operation Background und Foreground nämlich nicht Background/Foreground, sondern .mix. Was ziemlich wichtig ist zu wissen, um Dinge richtig zu referenzieren. Apropos referenzieren, würde ich die Width falsch schreiben, zum Beispiel mit einem kleinen w, dann würde das Ganze auf 0 springen. Und die Rectangle Node, in der wir eine Expression haben, würde rot werden. Das heißt, immer wenn das hier rot wird, ist irgendwo ein Fehler, den du finden musst. Deswegen macht es Sinn, nachzugucken, wie der Wert eigentlich richtig geschrieben wird. Das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Ellipse umbenennen würde, mit F2 in Ellipse 12, dann kannst du sehen, dass sich das automatisch in allen Expressions geändert hat. Das heißt, du musst da keine Sorge haben, falls du mal einen Namen änderst, dass sich da irgendwas verbummfädelt. Okay, du fragst dich jetzt sicherlich, okay, das ist zwar schön und gut, einzelne Werte zu verbinden, aber kann man auch Bewegungen verbinden? Ja, kann man. Und dafür habe ich Folgendes vorbereitet. Wir haben hier, wenn wir uns das ansehen, einfach ein Rectangle auf der einen Seite, was quasi in den Background geht. Und dieses Rectangle möchte ich animieren. Ja? Dafür könnte ich natürlich hier das Center Keyframe. Aber das Ding ist, wenn wir hier auf Expression klicken, dann gibt er uns einen Punkt raus.
und Punkte sind echt schwierig zu animieren. Und deswegen müssen wir diesen Punkt aufsplitten in X- und Y-Werte. Und das geht mittels Modifiers. Das heißt, ich entferne die Expression und klicke Modify with XYPath. Jetzt haben wir in einem Modifier unseren X-Wert und unseren Y-Wert getrennt. Dadurch können wir jetzt eine einfache Animation machen. Zum Beispiel über 50 Frames soll das Ganze reinsliden. So sieht es dann jetzt aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Bock habe, Keyframes für diesen Text zu setzen, dann kann ich den einfach mit diesem Modifier verbinden. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen in den Text, klicken hier auf Center und nehmen uns Connect to Rectangle to Center XYPath Value. Das heißt, jeden Modifier, den man anlegt, kann man an etwas connecten. So, jetzt haben wir den Text, der einfach mitgeht. Das Coole an der Verbindung mit den Modifiern ist, dass man diesen einen Modifier, den man einmal für das Rectangle-Tool erstellt hat, ganz einfach auf alles andere übertragen kann, indem man einfach sagt Center, Connect to und dann diesen XY-Path einfügt. Und schon kannst du dir einen Haufen Keyframe-Gebammel sparen. Aber was ist, wenn ich jetzt hier auch noch ein Bild mit reinbauen würde oder wollen würde? Ich habe hier zum Beispiel das DaVinci Resolve Logo. Das ziehe ich hier mal in die Merge da drunter. Wie ihr seht, habe ich es bereits vorbereitet, dass die Size hier schon richtig sitzt und dass das Center schon richtig eingestellt ist. Das Logo ist also schon da, wo ich es haben will. So, und jetzt klicke ich auf Rechtsklick, nicht Connect to, weil ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich jetzt hier zu connecte, dann springt er nämlich wieder dahin, wo der Centerpunkt ist von dem Modifier und deswegen möchte ich das nicht. Ich möchte stattdessen einen neuen XY-Path erstellen. Und wenn ich jetzt in Modifiers gehe, habe ich sowohl diesen XY-Path von dem Merge 3 und den XY-Path von unserem Rectangle 1. Und wenn ich jetzt den einen anpinne und in den anderen reingehe, kann ich jetzt eine Expression hinzufügen. Und jetzt kann ich quasi sagen, dieses X soll das X aus dem Rectangle Modifier sein. Und jetzt seht ihr, der ist jetzt wieder in die Mitte gehüpft. Und jetzt müssen wir davon noch 0.4 abziehen. Und dann ist er wieder vorne, weil der Centerpunkt ist immer 0.5. Und wenn ich jetzt 0.4 abziehe, ist er bei 0.1. Den Wert, den wir vorhin hier in dem Merge drin hatten. Siehst du, was ich da gemacht habe? Ich habe eine Expression erstellt in dem neuen Modifier, um mit dem alten zu arbeiten. Und dadurch konnte ich quasi die Werte verschieben, aber die Bewegung, die eigentliche Bewegung des alten Modifiers erhalten. Und das ist ein Vorgehen, was du immer dann anwendest, wenn du zwar dieselbe Bewegung haben willst, das Ganze allerdings an einer anderen Stelle im Bild passieren soll. Das heißt, ein bisschen Mathematik ist dabei. Das Gute allerdings daran, ich kann jetzt jegliches Logo hier einfach in das Merge ziehen und schon bewegt es sich mit. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel im Merge noch ein bisschen die Size hochnehmen, wenn mir das gefällt. Und du verstehst schon, dass das Arbeiten zwischen Modifiern und Expressions total hilfreich ist, um schneller und einfacher Presets zu erarbeiten, die du immer wieder ganz schnell austauschen kannst. Ja, ich nehme an, auch du siehst, wie hilfreich kleinste Expressions sein können in Verbindung mit Modifiern. Und wenn du mal noch sehen willst und einsteigen willst in ein Projektfile, was ich dir erstellt habe, unten habe ich dir ein Settings-File verlinkt, das kannst du in Fusion reinziehen. Ist eine Titelanimation oder eine Lower-Thirds-Animation, die kannst du gerne für dich nutzen. Aber in dieser sind gute Modifier, gute Textanimation und natürlich auch die Arbeit mit Masken drin demonstriert, was ein super Paradebeispiel ist für dieses Tutorial, was wir hier gemacht haben. Steig da mal rein und ich kann dir jetzt schon sagen, das ist noch nicht alles, was du mit Expressions machen kannst. Ich habe mindestens noch ein Text-Expression-Tutorial
und ein Time Expression Tutorial auf Lager, die ich heute aufgenommen habe und die jetzt über die nächsten Tage auch kommen werden. Aber falls du noch Fragen hast zu DaVinci Resolve, schreib sie mir in die Kommentare und folg mir auf Instagram, wo du abstimmen kannst, was für ein Tutorial es als nächstes gibt. Hau rein, junger Padawan der Animationsmagie von Expressions.